Ja, Mahlzeit, hier aus dem Ausbildungszentrum Operative Taktik und Medizin. Ja, wir haben freudige Nachrichten und wollen da direkt ja, euch mitnehmen, dass ihr euch das Ganze mit anschauen könnt und euch auch ja, mit uns freuen könnt. Ja, also wir haben jetzt Post aus Amerika bekommen, respektive aus Holland, heute per Express geschickt bekommen, unseren ja, K9 Übungssimulator Hero. Ja, und den werden wir jetzt auspacken und werden da ein bisschen was zu erzählen. So, erster Schnitt 12:22. So, dann schauen wir uns direkt mal die Raptor an. Und zwar ja, Aluminium. Mal gucken. Kindergarten. Zack! Durch ist der Driss. Das ist ein guter Koffer. Wenn ich in so ein verlängertes Wochenende in den Urlaub fliege, kann ich da meine Klamotten reinpacken. Schon mal perfekt. Zack. Zack. Ich bin mega gespannt. Wir haben es jetzt ausgepackt. Ja. Wir freuen uns, wir haben jetzt Wochen drauf gewartet und freuen uns einfach nur drauf, jetzt zu sehen, wie er aussieht. Okay. Dann wollen wir den mal hier rausholen. Den. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall mega. Wir haben die Arbo Medical Group vor 2 Jahren gegründet, haben angefangen mit einem Wound-Picking-Simulator und jetzt sind wir unfassbar stolz, mit den Jungs von Operative Fähigkeiten hier das Ausbildungszentrum zu haben und ja, die Möglichkeit, so einen einmaligen Simulator zu besitzen. Wir jetzt zum Beispiel in Deutschland und Umgebung gibt es den einen bei der Polizei in Deutschland und wir sind jetzt die Nächsten und freuen uns darauf, Hundeführern Wissen zu vermitteln, die ja, in einer Notsituation ihrem Hund das Leben retten können. Okay, dann legen wir den jetzt mal in die sogenannte Recovery Position, also quasi die stabile Seitenlage für den Hund. Was? Und zwar ist das auch die Position, in die sich ein Hund selbst bringt, wenn er zum Beispiel Schmerzen hat, beziehungsweise Atemwegsprobleme. Und dann wird er sich in diese Position bringen, weil das für den am angenehmsten ist. Und zwar hat er dann die Pfoten von sich gestreckt, um somit auch quasi eine erleichterte Atmung herzustellen. Okay, kurzes Fazit zum Unboxing von unserem neuen ja, K9 Simulator Hero, den wir jetzt Eddie getauft haben. Ja, also wir sind unfassbar glücklich und begeistert. Also es ist sehr, sehr viel an Equipment dabei. Sehr, sehr viel Blut, Blutpaste, Elektrik und ganz viel an Material, was man mit dem noch alles machen kann. Und da müssen wir uns jetzt erstmal ein bisschen reinfuchsen. Wir haben jetzt mal ein bisschen ausprobiert, haben wir ja eben schon gezeigt. Und ja, da werden jetzt immer wieder Videos zukommen zu den Dingen, die er kann. Und auch immer mal wieder kurze Ausbildungsabschnitte. Aber eins muss man sagen, ein YouTube-Video oder ein Instagram-Post werden niemals eine vernünftige Ausbildung ja, ersetzen. Das muss klar sein. Wir freuen uns drauf, Eddie am Start zu haben. Und jeder, der ja, Eddie auch sehen will, ja, meldet euch an zu einem K9-Kurs, K9 Bleeding Control. Oder jetzt im November oder Dezember wird er sein, der erste Tactical K9 Medic-Kurs. Eddie ist dabei. Wir freuen uns. Ciao.